Jetzt haben wir als nächstes die Amelie. Amelie ist 17. Guten Morgen, Amelie. Hallo, Hallo. Amelie. Ja, Amelie. Kannst du mich Hallo. hören? Ja. Ja, jetzt ja. Ich habe die ganze Zeit nichts gehört. Aber jetzt Ich ist weiß es nicht, wie gut. das kommt. Das Ja, weiß ich auch jetzt höre nicht. ich was. Amelie, weswegen hast du angerufen? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich vorstellen muss. Also ich bin Amelie, ich Mhm. bin 17. Also Ja. ich will jetzt nicht sagen, wo ich herkomme, weil das soll Nö. ja so ein bisschen privat bleiben. Genau. Also ich rufe eigentlich an wegen meinem Freund. Also wir sind seit ungefähr 3,5 Monaten zusammen. Er heißt Julius. Keine Ahnung, ich habe mich halt voll in ihn verliebt und so. Und ja, ich hatte halt noch nicht mein erstes Mal und wollte das eigentlich mit ihm erleben. Aber ich habe das Gefühl, dass er mich so ein bisschen zum Sex halt drängt. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor, dass er mich dann verarscht. Und weil er mich jetzt halt so ein bisschen unter Druck gesetzt hat und Ich ja. verstehe. Wie drängt der dich denn und wie setzt der dich unter Druck? Ja, wie soll ich das sagen? Also am Anfang war es halt klar, so mit Knuddeln und Küssen, das ist ja alles ganz gut, so und Streicheinheiten. Und dann hieß es dann ja irgendwann, dass ich ihm dann einblasen sollte. Und das wollte ich zum Beispiel nicht, weil ich finde das irgendwie total, weiß nicht, eklig. Oder ich habe da halt noch Angst vor, weil ich sowas halt noch nie gemacht Ich habe. Und dann verstehe. hieß es dann irgendwann ja, dass ja, er könnte das wohl kaum noch erwarten. Und ja, das soll jetzt langsam mal nach 3 Monaten geschehen, weil sonst, dass er sich dann vielleicht wen anders sucht oder so. Ach, das hat er so gesagt, so klar schon. Ja, und Drohend jetzt, fast schon. ja, nicht drohend, er hat es halt so angedeutet, so nach dem Motto, dass er schon davon genervt ist, dass ich halt noch ein bisschen Zeit brauche. Und ich habe da auch schon mit meinen Freundinnen drüber geredet und die meinten halt, ich soll das sein lassen mit dem, aber ich bin halt ziemlich in ihn verliebt. Also, Wie alt ist denn Julius? der ist jetzt 18. Und ja. Und der hat schon gewisse Erfahrungen wahrscheinlich gemacht. Ja, der hatte halt schon mehrere Freundinnen und das ist jetzt halt mein erster fester Freund und deshalb möchte ich den natürlich auch nicht so verlieren. Das kann ich gut verstehen, vor allen Dingen, wenn man noch verliebt ist, dass man Ja. dann natürlich zunächst mal bei jemandem bleibt. Aber ich will dir gleich sagen, was du mir da so erzählst, macht Ja. mich skeptisch und Ja. wirft auch nicht so, finde ich, so ein ganz tolles Bild auf Julius. Ja. Denn 3,5 Monate ist nun auch noch nicht so lange. Wenn ihr jetzt 1,5 Jahre schon zusammen wärt und es wäre immer noch nicht passiert, dann wäre es vielleicht ein. Dann könnte ich das vielleicht auch verstehen Genau. und vor allen Dingen, weil ich noch nicht beim Frauenarzt war und ich traue mich da halt noch nicht hinzugehen wegen der Pille und so und dann meinte er nur mit Gummi und dann habe ich Angst, dann noch schwanger zu werden und das wäre dann nicht gut, weil Warum wegen traust der du dich denn? Ausbildung. Ja, klar, natürlich. Schwanger sollst du nun wirklich nicht werden gleich. Warum Ja. traust du dich nicht zum Frauenarzt zu gehen? Ja. Ich weiß nicht, weil wegen meinen Eltern, ich will nicht, dass sie das dann so mitkriegen, dass ich dann schon diese sexuellen Erfahrungen mache und so. Ja, Und ich müssen weiß die. nicht. Du bist eine junge Frau von 17 Jahren. Du kannst ja allein zum Frauenarzt gehen Ach und so, der das erzählt. wusste ich nicht. Ich Doch. war da ja noch nie. Doch, unterliegt der Schweigepflicht, der erzählt deinen Eltern nichts und der kann dir die Sachen verschreiben und das musst du deinen Eltern ja nicht auf die Nase binden, wenn das Verhältnis nicht so. Ist das denn zu Hause sehr, sehr streng in Sachen Sexualität? Naja, also die achten schon darauf, oh, jetzt ist er wieder da und dann platzt Mama auf einmal ins Zimmer und so. Also da wird schon drauf geachtet irgendwie, was da geschieht und was nicht. Also die reden da auch nicht so offen drüber, über sexuelle Dinge, meine Eltern, die sind da irgendwie ein bisschen Ja. verklemmt. Finde ich zum Also Beispiel auch ein bisschen dreist, wenn deine Eltern, du bist 17 und wahrscheinlich wirst du bald ja. 18, wenn die da einfach in dein Zimmer reinplatzen, finde ich auch ein bisschen ungehörig, muss ich sagen. Ein bisschen dreist. Ja, ich kann meine Tür halt nicht abschließen. Ja, Das ist ein ja, bisschen ja, ja. doof. Also, ich rate dir jetzt erstmal Gang zum Frauenarzt. Ja. Und lass dir da mal alles so ein bisschen erklären, wie man das nimmt und worauf man da achten muss und so weiter. Das ist eine, damit bist du für dich erstmal so gut informiert und auf der sicheren Seite. Und Muss das ich mich dann andere, da auch, bitte? ja? Ich dachte, muss ich mich da dann auch ausziehen und sowas? Ja. Also, weil das weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unbedingt direkt machen würde. So, klar, es ist zwar eine Frauenärztin, aber Ja. trotzdem hätte ich da so ein bisschen. Also, wenn du dich erstmal beraten lässt, wirst du dich da nicht ausziehen müssen, weil die musst dich ja nicht untersuchen. Ach so, ja, kann ja sein, dass mit mir vielleicht was nicht stimmt. Das weiß ich ja nicht. Ja, aber es deutet ja nichts darauf hin, dass du hast ja keine Schmerzen oder es gibt ja keinen Hinweis, dass irgendwas nicht stimmen sollte. Nee. Nee. Und muss ich dann nach dem Sex dann da auch wieder hin, wenn, also ich habe nämlich Angst, dass. Ich hatte ja mein erstes Anal noch nicht. Und dann habe ich halt Angst davor, dass es dann zu doll wehtut und dass ich dann
zum Frauenarzt gehen muss, weil dann da vielleicht irgendwas reißt oder so. Nee, in der Regel musst du das auch nicht. Aber das ist eben ein gutes Thema, wenn du mit der Frauenärztin mal sprichst. Da musst du dich auch nicht ausziehen. Da sitzt ihr beide nebeneinander auf dem Sofa oder auf dem Stuhl und dann erklärt sie dir das mal alles richtig. Das wird für dich sehr gut sein, weil du dann einfach informierter bist. Aber ich höre schon daraus, bei euch zu Hause spricht man da aber offensichtlich überhaupt nicht drüber, ne? Nee, macht man noch nicht. Das wird so ein bisschen in die Ecke geschoben, so. Ja. Und deshalb versuche ich das eigentlich im Moment noch zu vermeiden, weil wenn ich dann irgendwie schwanger werden würde, das würde das totale Chaos eben, mir deswegen, zu Hause aus. Deswegen sage ich, sag dir Amelie, deswegen geht es in erster Linie um Informationen. Du musst, je mehr du weißt, desto mehr kannst du alles regeln und führen. Mich wundert es wirklich, dass du so Fragen stellst. Muss man sich da ausziehen und muss man danach zum Frauenarzt? Ja, ich weiß das ja nicht. Ich war da ja noch nie. Nein, aber gibt es bei euch in der Schule keinen Sexualkundeunterricht? Doch, aber da wurde das halt nicht so genau durchgenommen. Klar hat man da gesagt, das ist hier irgendwie das eine und das andere und so kriegt man Kinder, aber dieser Gang zum Frauenarzt wurde noch nie richtig. Und sprichst du mit deinen Freundinnen nicht über sowas? Die waren doch bestimmt alle schon beim Frauenarzt in deinem Alter. Ja, aber ich weiß nicht, ich traue mich da nicht so richtig mit denen darüber zu sprechen, weil ich komme mir da ein bisschen doof vor, wenn die anderen das schon alle gemacht haben und ich halt nicht. Und ich wundere mich wirklich darüber. Und du liest auch keine Zeitung oder Internet, da kann man doch alles lesen, wie das so... Ja, also ich weiß nicht, also darüber habe ich mich eigentlich noch nicht so irgendwie im Internet informiert. Also irgendwie habe ich mich noch gar nicht darüber schlau gemacht, weil ich mich einfach nicht irgendwie getraut habe, weil ich habe irgendwie Angst davor. Ich weiß ja nicht, was der da macht. Also Amelie, wie gesagt, also geh mal zum Frauenarzt. Das ist erstmal ein guter Ratschlag, glaube ich. Und das Zweite ist, lass dich von deinem Freund Julius nicht drängen. Ich finde, wenn man ineinander verliebt ist, auch wenn man so jung noch ist, dann muss man aufeinander Rücksicht nehmen. Und wenn er dich wirklich gerne, sehr gerne hat, dann wird er auch das verstehen, dass du noch nicht so weit bist. Lass dich nicht unter Druck setzen, lass dich nicht drängen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn er zu sehr drängt, dann musst du halt sagen, ja, dann geht es halt nicht mit uns beiden. Ach so, ja, aber dann würde ich ihn ja verlieren. Und ich meine, ich finde, Julia, der ist süß und so. Ja, gut, aber die Gefahr besteht natürlich. Die Gefahr besteht. Dann wäre es vielleicht auch nicht der richtige Freund für dich. Oder vielleicht muss ich ihm einfach zuerst einblasen, damit er dann ruhig ist und dann vielleicht, ich weiß das nicht. Nein, das ist auch nicht der Weg. So geht das nicht. Weißt du was? Ich habe noch eine Idee. Ich habe hier eine erfahrene Frau, eine Psychologin, die kann dir auch noch mal ein paar Ratschläge geben. Das ist so die Vorberatung, bevor du zur Gynäkologin gehst, okay? Ja. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, dann meldet sich gleich Magdalena bei dir. Okay. Ja? Alles Gute wünsche ich dir und danke. Lass dich nicht unter Druck setzen. Tschüss. Nee, aber darf ich noch einen Wunsch ausrichten? Einen Wunsch? Ja, also ich weiß ja nicht, ob mein Freund das jetzt hört, aber wenn er das hört, dann wollte ich ihm natürlich auch ausrichten, dass ich ihn total süß finde und ihn total liebe. Der Julius. Okay, Amelie, das haben wir jetzt auch gesagt. Alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Tschüss. Ja, tschüss.